Kinesthesios. Da könnt ihr eure Haltung, eure Sitzposition verändern. In einer Weise sitzen, die euch gut tut. Ihr wisst, während der Übung des Sitzens solltet ihr nach Möglichkeit über den Übungszeitraum dann auch in einer Position bleiben. Und die Haltung, unsere Haltung beim Sitzen, die ist ja dadurch gekennzeichnet, dass wir aufrecht sitzen mit einer festen Basis, damit unser Atem, auf dem unser Fokus liegt, möglichst frei kommen und gehen kann. Der Atem ist das zentrale Objekt, wobei man nicht unbedingt Objekt sagen kann, auf dem wir uns ausrichten. Ob ihr in einer der klassischen Meditationshaltungen sitzt oder auf einem Stuhl übt, das ist nicht wichtig. Wichtig ist lediglich, und darauf achtet immer nach Möglichkeit, die Knie sollten tiefer sein als das Becken. Ob ihr dann auf dem Fersen sitzt, mit einem Kissen dazwischen oder einem Bänkchen oder in einer der Variationen des Lotussitzes oder eben auf einem Stuhl, das spielt keine Rolle. Ein Tesho, wie ich es jetzt halte, ist so eine Art Vortrag eines Zen-Meisters oder Zen-Lehrers und sollte immer aus der Wirklichkeit gehalten werden und nicht als Konzept über die Wirklichkeit. Also immer möglichst unmittelbar aus dem heraus, was gerade ist. Und grundsätzlich, das sage ich euch immer wieder, es geht um euer eigenes Erleben und um eure eigene Erfahrung. Deswegen sitzen wir, deswegen üben wir. Es ist nicht so, dass ihr meinen Worten folgen solltet. Und dennoch können sie vielleicht die ein oder andere Anregung beinhalten und Orientierung geben. Weil das brauchen wir als Menschen mit einem Geist ausgestattet auch. Danach suchen wir auch immer wieder. Wenn ich heute über das Herz-Sutra sprechen möchte, was ich heute Morgen rezitiert habe, so ist auch dieses Sutra nichts anderes als eine Möglichkeit, sich anregen zu lassen geistig und sich zu orientieren, um die Übung danach auszurichten, um Verständnis zu finden, sich zu klären. Auch all das ist wichtig. Aber letzten Endes geht es eben nicht darum, sich in Worten, in Begriffen, in Texten zu verlieren. Davon solltet ihr so wenig wie möglich auch lesen und hören und den Schwerpunkt auf eure Übung richten. Und das ist eben nichts anderes, als immer wieder aufmerksam den Atem in den Fokus zu nehmen, immer wieder dahin zurückzukehren, dabei aber im Gewahrsam zu bleiben. Das heißt, sich nicht auf diesen Atem zu konzentrieren. Das ist sozusagen der Mittelpunkt unserer Wahrnehmung. Sondern auch all das wahrzunehmen mit all unseren Sinnen, was in diesem Raum, in diesem unendlichen Raum stattfindet. Auch das ist uns natürlich nur begrenzt möglich. Aber wir öffnen uns, soweit wie das möglich ist. Und wir öffnen uns nicht, indem wir krampfhaft versuchen, irgendetwas zu erreichen, sondern indem wir uns zurücknehmen mit all unseren normalen Aktivitäten.
Über unsere Sinne empfangen wir die Wirklichkeit. Und es geht in der Übung darum, zu schauen, zu lauschen und zu spüren. Zu spüren, wie ich jetzt da bin, mit dieser Form, die ich bin, mit diesem Körper. Zu lauschen mit meinen Ohren und zu schauen mit meinen Augen, ohne etwas festzuhalten. Es geht immer wieder nur um diesen unmittelbaren Eindruck, über das unmittelbare Empfangen dessen, was gerade ist. Und auf diese Weise kläre ich mich. Und auf diese Weise finde ich heraus, worum es geht. Ohne dass ich etwas dafür tue. Im Zen, in der Praxis, geht es um die unmittelbare Erfahrung. Zen ist dieser Augenblick in all seinen Möglichkeiten. Wir sitzen nicht, um irgendetwas zu erreichen. Wir sitzen nicht in Erwartung auf ein Ergebnis. Diejenigen von euch, die sich mit Achtsamkeitstraining, was eben sehr populär ist, mit MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, beschäftigen, die wissen und tun das auch mit Recht, dass es darum geht, bestimmte Wirkungen zu erzielen. Die meisten, die mit dieser Technik in Anführungszeichen anfangen, die haben einen Grund dafür. Die suchen Entspannung, weil sie sich gestresst fühlen. Linderung, weil sie erschöpft sind. Neue Kraft. Klärung bestimmter Probleme. Lösung auch von gesundheitlichen Problemen. Und all das funktioniert ja auch. All das sind Wirkungen der Übungspraxis. Und gerade deswegen ist dieses Achtsamkeitstraining so erfolgreich. Aber es ist wichtig, über die Wirkungen und über die Erwartung von Wirkungen hinauszugehen. Im Zen geht es darum, tatsächlich herauszufinden, was ist, was Wirklichkeit ist. Und die großen Fragen zu klären. Wer bin ich eigentlich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und wir sitzen als sozusagen als Methode, als Übungspraxis, um das alles herauszufinden. Dennoch nicht in der Absicht, nicht in der Vorstellung, dass wir das alles lösen werden, sondern wir sitzen letzten Endes, um zu sitzen. Nur jetzt in diesem Augenblick dieses Sitzen spüren und dabei lauschen und dabei schauen. All das als einen Prozess. Und daraus ergibt sich dann alles andere. Und viele Schriften in der Tradition, die können auf diese Weise verstanden werden. Wer mit der Absicht sitzt, aufzuwachen oder erleuchtet zu werden, der verfehlt eigentlich schon das, worum es im Zen geht. Und trotzdem bewegen uns solche Fragen natürlich. Was ist das jetzt, Aufwachen? Letzten Endes heißt es, wir sitzen nicht, um aufzuwachen, sondern wir sitzen, weil wir aufgewacht sind. Und weil wir unserem Aufwachen Ausdruck verleihen. Und dennoch geht es immer wieder auch um die Verdeutlichung, um die Klärung dessen, was ich gerade gesagt habe. Um die Realisierung des Aufwachens. Wir sind in der Tat von Anbeginn wach.
Aber es bleibt ein Prozess, dieses auch zu erleben. Wie gesagt, heute Morgen habe ich das Herzsutra rezitiert und auch das ist ein Text aus der Tradition, der uns Hinweise geben kann. All dem, was man im Zen so sagt, liegt ja oft der Hinweis zugrunde. Das sind nur die Finger, die auf den Mond zeigen. Und schaut nicht auf die Finger, sondern schaut auf den Mond. Also schaut immer wieder auf eure eigene Erfahrung, auf euer eigenes Herz. Weil wenn ihr euer Herz erfahrt, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Euer Herz sagt euch, was zu tun ist. Und darum ist auch ein solches Sechin eine Übung des Herzens. Sechin übersetzt, ist ein japanisches Wort, heißt Übung des Herzgeistes. Und das Herz-Sutra verstehen wir im Zen im Grunde genommen als das Herz des Zen oder den Kern des Zen. Ein Sutra, das sind die überlieferten Aussagen, die schriftlich fixierten Aussagen Buddhas. Also all das, was Buddha Shakyamuni, der historische Buddha, in seinen langen Lehrjahren gesagt hat, ist in den Sutren zusammengefasst. Davon gibt es sehr viele, die sind sehr umfangreich. Aber Zen versteht sich eben nicht als Lehrtradition, wo es darum geht, all diese Sutren zu studieren, das kann man machen, sondern Zen versteht sich letzten Endes als eine Lehre außerhalb der Schriften, weil es eben um eine unmittelbare Erfahrung geht, die ich über das Studium von Schriften nicht erreichen kann. Ich kann unendlich viele Rezepte studieren, ohne davon satt zu werden. Wenn ich satt werden will, muss ich beginnen zu kochen. Und dann probieren. Und dann schmecken, ob es gut ist, ob es stimmig ist. Also in der Zen-Praxis geht es immer um die unmittelbare Erfahrung. Und dennoch gibt es einige Texte, die mir helfen können, in die richtige Richtung zu gehen. Und das Herzsutra verstehen wir unter diesen vielen Sutren, die sehr umfangreich sind, als das Herz, als das, den Kern der Erfahrung letzten Endes, der die Erfahrung, um die es geht, widerspiegelt. In seiner konzentriertesten Form, so wie ich es heute Morgen vorgetragen habe, fasst dieses Sutra gerade mal eine Seite. Mit verschiedenen Abschnitten. Und diese Seite, die reicht. Eigentlich könnte man das Ganze noch weiter eindampfen und konzentrieren. Ich will trotzdem jetzt noch ein wenig mehr erläutern, worum es im Herzsutra geht und was das ist. Das Herzsutra, das stammt von Nagarjuna. Nagarjuna war nach der Tradition des Zen der 14. Nachfolger Buddha Shakyamunis, der 14. indische Patriarch, lebte etwa im 2. Jahrhundert nach Christi Geburt. Und Nagarjuna war einer der ersten großen, in Anführungsstrichen, Philosophen des Zen, der also versucht hat, das Wesentliche, das Herz der Erfahrung Buddhas in Worte zu kleiden, um eben auch viele Missverständnisse, die sich in den oder aus den Interpretationen dieser Erfahrung im Laufe der Geschichte ergeben hatten, zu klären. Und die Literatur, die er uns hinterlassen hat, die ist auch wieder sehr umfangreich, aber dieses Herzsutra in seiner kurzen Form ist der Kern. Und
Worum geht's da? Da will ich jetzt noch mal im Einzelnen drauf eingehen. Es ist zunächst mal als Rahmenhandlung ein Dialog zwischen einem Bodhisattva. Ein Bodhisattva ist in der buddhistischen Terminologie jemand, der aufgewacht ist, der also in dieser vertieften Erfahrung ist und die Wirklichkeit so sieht, wie sie ist. Und der sich zur Aufgabe gesetzt hat, seine Erfahrung auch weiterzugeben, anderen Menschen zu helfen, diese Erfahrung zu machen. Und dieser Bodhisattva mit dem Namen Avalokiteshvara, der hat einen Schüler und der heißt Shariputra. Und dem erklärt er eben, worum es geht. Und der zentrale Satz in diesem Kernsutra ist im Grunde genommen der Satz: Form ist nichts anderes als Leere, Leere nichts anderes als Form. Form ist nichts anderes als Leere, Leere nichts anderes als Form. Was ist Form? Was ist Leere? Da haben wir einige Vorstellungen zu. Bei der Form, da tun wir uns nicht so schwer, weil wir brauchen uns ja nur umzuschauen. Wir sehen eine Welt voller Formen und in der Regel sehen wir uns dieser Welt gegenübergestellt. Also Form zu erfahren ist nicht schwer. Aber was ist Leere oder, wie Nagarjuna gesagt hat, Leerheit? Steht die Leere den Formen gegenüber? Und ist Leere das, was ich zu erreichen habe? Ist Leere das, was es auch in der buddhistischen Terminologie als Nirvana bezeichnet wird? Weil dieser Begriff Nirvana, der taucht ja auch auf. Jenseits aller Illusionen ist endlich Nirvana. Also ist Nirvana dieses Jenseits, was zu erreichen ist? Wenn es im Buddhismus darum geht, wenn es die Absicht von Buddha Shakyamuni war, der erklärt hat, Leben ist Leiden und ich zeige einen Weg auf, dieses Leiden zu beenden, ist dann das Erreichen des Nirvana das Ende unseres Leidens? Und wo ist dieses Nirvana zu finden? Was muss ich dafür tun, um dieses Leid, was mich auch persönlich immer wieder trifft, was jeden von uns immer wieder trifft, was muss ich tun, um das zu beenden? Wir leben in der Welt der Formen und wir verstehen uns selber als eine Form. Wir sind dieser Körper. Auch wenn wir uns in unserer Geschichte lange Zeit nur mit unserem Geist identifiziert haben, also mit diesem Bewusstseinsstrom an Inhalten, Ideen, Gedanken, Empfindungen, Wahrnehmungen, Gefühlen und den Körper häufig vernachlässigt haben, ihn mehr so als Werkzeug, Vehikel, Instrument angesehen haben, so sind die meisten von uns doch heute gewiss, dass dieser Körper, unser Körper, vom Geist nicht zu trennen ist. Und dass wir ihn auch in einer besonderen Weise schätzen und achten sollten, weil er letzten Endes das, was uns lebendig erhält, ausdrückt. Und wir brauchen diesen Körper. Wir sind dieser Körper. Und wir erfahren und wir spüren, dass wir aber in unserer Körperlichkeit
durchaus endlich sind, dass wir bedroht sind. Wir erfahren uns als geboren, auch wenn wir uns unmittelbar an unsere eigene Geburt gar nicht erinnern können. Aber wir wissen es. Und wir erfahren uns als sterblich, auch wenn wir noch leben und nicht gestorben sind, aber wir kennen es von anderen. Von so vielen haben wir schon Abschied nehmen müssen. Insoweit wissen wir, dass zu diesem Leben das Geborenwerden und das Sterben gehört. Und dass diese Form, dieser Körper, der wir sind, dass der verletzlich ist. Ja, dass er bedroht ist. Und so leiden wir auch an vielfältigen Erfahrungen. An Verlust, an Krankheiten, an Mangel, an Sorgen und Ängsten, was alles noch passieren könnte. Und gerade jetzt sind wir wieder in einer besonderen Zeit der Sorgen und Ängste und der Bedrohungen. Wir fühlen uns in unserer Gesundheit und damit auch in unserem Überleben bedroht durch diese Pandemie, durch das, was wir als Pandemie bezeichnen, als eine gesundheitliche Bedrohung aller Menschen durch einen kleinen Virus, den wir noch nicht kontrollieren können. Dabei sind wir mehr oder weniger doch gewohnt, dass wir alles unter Kontrolle haben. Nicht nur uns selbst, sondern eigentlich das ganze Leben. Dass das allerdings oft nicht so ist und nicht funktioniert, wird uns immer wieder schmerzhaft bewusst. Das Leben lässt sich nicht von uns kontrollieren. Das Leben zeigt sich einfach in seiner Vielfalt und in seinem Wandel. Wir würden gerne ein Status quo festhalten, besonders dann, wenn es uns gut geht. Und da müssen wir immer feststellen, dass es nicht geht. Das Leben ändert sich. Nichts bleibt so, wie es ist. Aber meistens nehmen wir das jetzt nicht als gegeben hin und akzeptieren das, nehmen das so an und freuen uns vielleicht sogar darüber, sondern sehr oft fällt es uns ganz schwer, diesen Fluss des Lebens zu akzeptieren. Die Tatsache zu akzeptieren, dass nichts so bleibt, wie es ist und sich alles verändert. Dass wir also jeden Augenblick, den wir gerade jetzt wahrnehmen, dass wir den nicht nur annehmen, sondern dass wir dem gleichzeitig auch schon wieder verabschieden müssen, so schön, wie er gerade ist. Und so versuchen wir, festzuhalten. Den Augenblick festzuhalten, wo es uns doch gut geht. Und möglichst das zu vermeiden, was uns vielleicht weniger angenehme Gefühle bringt. Das ist auch vollkommen legitim. Das ist sozusagen auch inhärent. Es gehört zu unserem Leben und zur Entwicklung des Lebens. Leben will überleben und will sich erhalten. Und wir sind die Spezies, die auch in der Lage ist, darüber zu reflektieren, was Leben ist. Und was auch das eigene Leben ist. Und die dann auch das Überleben besonders gestalten möchte. Besonders angenehm gestalten möchte. Das ist alles legitim, aber wir dürfen dabei nicht das Eigentliche aus dem Auge verlieren. Und das tun wir sehr häufig. Wir bleiben hängen an dem, was wir erfahren haben. Und wir bleiben auch hängen an dem, was als unsere
herausragende geistige Eigenschaft gilt nämlich die Entwicklung von Ideen, Gedanken, Vorstellungen. Wir können uns vorstellen, wie die Welt sein kann. Und oft können wir diese Vorstellungen auch umsetzen, realisieren. Und so haben wir diese Welt, in der wir gerade leben, weitgehend nach unseren Vorstellungen herausgestaltet. Und jetzt stellen wir gerade wieder fest, dass das scheinbar nicht alles ist und dass wir nicht alles unter Kontrolle haben. Unser Leben, unser Überleben, zumindest, wenn auch nicht das gesamte Überleben, aber zumindest das Überleben doch von einigen Menschen ist bedroht. Und so stellt sich wieder grundsätzlich die Frage, was ist dieses Leben überhaupt? Ich sagte, es ist legitim, wenn wir alles dafür tun, unser Überleben zu sichern. Und insoweit sind natürlich auch all die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen in Zeiten der Pandemie, um uns zu schützen, die sind legitim. Ob sie sinnvoll sind, ob sie zielführend sind, ist nochmal eine ganz andere Frage. Und grundsätzlich sollten wir diese Frage beantworten können, wer wir eigentlich sind und was dieses Leben eigentlich ist. Weil sich aus der Beantwortung dieser Frage auch Lösungen für uns ergeben können, die einen großen Einfluss haben auf die Art und Weise, wie wir leben, auf unsere Haltung zu leben und auch auf den Lebensstil, den wir entwickeln. Solange wir uns der Welt und der Wirklichkeit als gegenübergestellt betrachten, solange wir uns mit diesem Leben, mit dieser Form, die wir gerade sind, ausschließlich identifizieren, solange wir wissen, dass wir geboren werden und sterben müssen als diese Form, entwickeln sich unheimlich viele Ängste. Wir werden eng. Wir wollen uns erhalten. Und daraus entwickelt sich sehr viel an Projekten, an Bedürfnissen, an Motivationen, uns irgendwie zu erhalten in diesem Status des Lebens und in diesem Status des Wohlgefühls. Und dieses Ich, das wir sind, was eine geistige Struktur unseres Daseins ist, das gerät in Gefahr, sich vollkommen zu verabsolutieren. Und dann, um diese ganzen Sorgen und Ängste und den Mangel zu kompensieren, eben sich in einer Weise zu verhärten, die dazu führt, dass wir um der Erhaltung dieses Ichs uns mit unserer Macht in jeder Beziehung versuchen auszubreiten. Wir schaffen uns persönlich Macht und Reichtum, um aus der Angst vor Vergänglichkeit und in der Hoffnung, auf diese Weise weiter am Leben teilhaben zu können. Aber wenn wir ein bisschen umfassender schauen, wissen wir, dass das alles nicht funktioniert. All das, was wir uns schaffen, müssen wir zurücklassen, wenn wir sterben. Und diese Art und Weise zu denken, zu fühlen und zu leben, die hat uns auf dieser Erde nun vor gewaltige Voraussetzungen oder Herausforderungen gestellt. Wir haben in einer Weise gelebt und gewirtschaftet,
die eben nur uns in den Mittelpunkt gestellt hat. Wir sind die Lebensform, die innerhalb kürzester Zeit sich gewaltig auf diesem ganzen Planeten vermehrt hat und mehr oder weniger alle Ressourcen für sich selbst beansprucht, auf Kosten aller anderen Formen, auf Kosten aller anderen Lebewesen. Und abgesehen von dieser Pandemie, die uns gerade bedroht, wissen wir, dass es ganz andere Herausforderungen gibt. Mit unserem Klima zum Beispiel oder mit diesem enormen Rückgang anderer Lebewesen, die uns in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten intensiv beschäftigen werden, in ihren Auswirkungen. Denn auf einem endlichen Planeten mit endlichen Ressourcen können wir nicht unendliches Wachstum generieren. Wir müssen einfach klar sehen, was dieses Leben ist. Und da gibt uns diese Übungspraxis, die wir hier und diese Woche üben, einen Hinweis, klarer zu sehen. Was ist diese Form, die wir sind, eigentlich? Wenn wir sie anschauen, ich habe schon gesagt, wir stellen fest, die ist vergänglich. Das Leben ist vergänglich. Aber sie sieht es mit diesem Status aus, dass sie sich verabsolutiert, dass sie sich getrennt sieht, dass sie sich der Welt gegenübergestellt sieht. Dass sie substanziell ist, dass da irgendetwas ist, was bleibt, was Substanz, ja, ein Kern hat. Je genauer wir schauen, stellen wir fest, dass jeder von uns, und das bezieht sich nicht nur auf uns Menschen, das bezieht sich auf jede Form, egal was es ist, all das, was wir wahrnehmen, nicht für sich stehen kann. Wir sind immer Beziehung. Wir sind nicht nur in Beziehung, sondern wir sind Beziehung. Und wenn wir uns diese Wirklichkeit, diese Welt und uns selber ganz genau anschauen, dann stellen wir fest, dass wir nur daraus existieren können, dass eine Vielzahl von Wirkungen und Ursachen zusammenfließen, die dazu führen, dass jeder von uns jetzt gerade so erscheint, wie er erscheint. Aber er ist niemals getrennt von all diesen Prozessen. Und egal mit welchen Instrumenten wir dann auf uns selber schauen und auf die Welt, wir stellen immer wieder fest, alles entsteht nur aus dem Zusammenhang. Es gibt nichts, was sich auf Dauer trennen ließ. Die Grenzen, die wir bei der Trennung ziehen, die sind immer willkürlich und die sind immer künstlich. Es gibt also letzten Endes gar nicht diese Form als solche. Und insoweit gibt es auch uns selber, jeden von uns, nicht als diese Form als solche. Und wenn wir das verstehen lernen, wenn wir das erleben durch unsere Übung, dass wir eben nicht getrennt sind, dass wir eben nicht diese individuelle Form sind, für die wir uns halten, zumindest nicht ausschließlich, dann können wir auf diese Weise eine ganz andere Haltung zum Leben finden. Ganz andere Bedürfnisse entwickeln, einen ganz anderen Lebensstil entwickeln. Weil wenn wir uns mit dem Leben identifizieren, so wie es ist, dann gibt es für uns dieses Geborenwerden und Sterben nicht mehr.
Wie die einzelnen Formen schon, aber nicht für das, was wir eigentlich sind. Wenn wir uns mit diesem Leben identifizieren können, so wie es gerade ist, dann ist es nicht mehr wichtig, als welche Form wir gerade erscheinen. Weil wir das Leben sind in all seiner Vielfalt. Und dann müssen wir auch nicht mehr so sehr um dieses individuelle Überleben kämpfen. Natürlich, Leben will überleben. Das ist sozusagen die inhärente Kraft jeder Form und jedes Lebens. Aber nicht um jeden Preis. Und wir können auf diese Weise sehr viel gelassener unser Leben gestalten. In der Gewissheit dessen, dass dieses Leben immer ist und wir dadurch auch immer sind. Es sind lediglich die Formen, die sich wandeln. Aber das Leben als solches bleibt und keimt immer wieder neu. Und das ist im Grunde genommen das, was Nagarjuna ausdrücken will, wenn er von dieser Dynamik zwischen Form und Leere spricht. Die Leere verstehen wir ja im Grunde genommen als dieses Leben in all seiner Potentialität. Also es ist nicht diese Leere, vor der wir Angst haben, wo überhaupt nichts ist. Es ist insoweit da nichts, weil es eben nichts Substanzielles ist. Sondern es ist die ganze Fülle mit all ihren Möglichkeiten. Aber in all diesen Möglichkeiten gibt es eben nichts Fixes. Und vor allen Dingen nichts Abgetrenntes. Und insoweit ist dieser Begriff der Leerheit zu verstehen. Es ist dieses ganze Leben in seiner umfassenden Vielfalt und in seiner unendlichen Potentialität. Alles ist möglich und geschieht. Aber alles ist mit allem verwoben und nichts ist voneinander getrennt. Alles verändert sich, nichts bleibt gleich. Und nun sagt Nagarjuna aber, die Form steht der Leere nicht gegenüber. Wir haben da keine Polarität oder einen Gegensatz. Sondern er spricht von der Identität. Form ist Leere. Leere ist Form. Das eine geht nicht ohne das andere. Dieses individuelle Leben, was jeder von uns führt, als Manfred, Bruno, Elisabeth, ist dieses ganze Leben. Und es ist vollkommen identisch, da ist keine Trennung. Und das ist letzten Endes das, was ich in meiner Übung oder durch meine Übung auch erleben und erfahren kann, dass es so ist. Form und Leere ist eins, kein Unterschied. Mein Leben ist das ganze Leben. Und wenn ich das erfahre, wenn ich in diese Erfahrung aufwache, dann habe ich eine Art von Klärung erreicht, die mich ja vollkommen neu werden lässt und vollkommen neu schauen lässt, aus der heraus sich dann auch ganz neue Lebensweisen und Haltungen entwickeln können. Dann bin ich nämlich eben nicht mehr in der Weise bedroht, wie wir uns heute durch diesen Virus bedroht fühlen.
Natürlich weiß ich dann, irgendwann werde ich sterben. Und so wie wir heute versuchen, jedes Leben zu erhalten, was wie gesagt vollkommen legitim ist. Aber wir versuchen es aus der Angst heraus zu erhalten, dass es nur dieses eine Leben gibt. Wir müssen aber auch immer wieder akzeptieren, dass wir letzten Endes machtlos sind vor dem Sterben und vor dem Tod. Jeder von uns hat schon wahrscheinlich eine ganze Reihe von ihm wichtigen, geliebten Menschen verloren. Vor ein paar Tagen ist ein junger Schüler von mir gestorben, der mich mit seinem Lebensmut und seiner Lebensfreude immer ganz begeistert hat. Und er ist gerade mal 22 Jahre alt geworden. Und es war eine tragische Verkettung wirklich von Umständen, die seinen Tod verursacht hat. Er hätte fast überlebt. Aber dann gab es noch zweimal innerhalb kurzer Zeit ein Ereignis, was nicht in seiner Macht stand, was dann letzten Endes beim dritten Mal dann auch seinen Tod verursacht hat. Und da können wir nur fassungslos und traurig davor stehen. Aber es geschieht. So ein Unfall geschieht. Klar können wir uns dann überlegen, wie hätten wir das verhindern können. Und wir finden ja auch immer wieder Möglichkeiten, bestimmte Arbeitsabläufe, bestimmte Instrumente, mit denen wir handhaben, zu verbessern, zu verändern, damit wir unser Überleben sichern. Und wir haben ja auch schon, das sagen die Statistiken, unsere Lebenserwartung bedeutend ausgeweitet durch all das, was wir so uns ausgedacht haben. Und wir sind zum Beispiel mehr oder weniger jetzt in diesem Leben bisher in einer Phase groß geworden und alt geworden, die nicht von Krieg und Mangel zum Beispiel gekennzeichnet war. Insoweit haben wir auch ein wenig diese Bedrohungsszenarien nicht mehr so präsent oder haben sie nur von außen beobachten können in anderen Regionen und fühlen uns deswegen jetzt gerade durch diese Pandemie umso mehr bedroht. Oder wir haben Menschen sterben sehen, Menschen verloren, die uns sehr wichtig waren. Und wir werden immer wieder schmerzhaft dann auch an unseren eigenen Tod erinnert. Und klar wünschen wir uns, möglichst lange zu leben. Ich wünsche mir das auch. Ich habe noch so viel vor. Und ich würde gerne noch so viel Zeit mit meine Nächsten und Liebsten verbringen wollen, wie jeder von euch. Aber ich bin mir auch dessen gewiss, wie alt ich jetzt bin und viele in meinem Alter oder erheblich jünger, die ich kannte, sind bereits gestorben. Insoweit ist mir das ganz klar, was dieses Leben in dieser Form auch bedeutet. Aber eben in dieser Gewissheit zu sein, dass ich nicht nur diese Form bin, sondern das Leben als solches, ermöglicht eine ganz andere Haltung zum Leben und überwindet auf diese Weise auch alles Leiden. Das Leiden, was entsteht, weil das Leben nicht so ist, wie wir uns vorstellen. Es ist nicht der Schmerz, der überwunden wird. Schmerzen haben wir weiterhin. Das ist auch diesem Körper inhärent. Aber dieses Leiden, das können wir überwinden.
Wenn wir erfahren, Leere und Form sind gleich. Ich bin dieses ganze Leben. Und dann erfahren wir aber eben auch, dass dieses Nirvana, dieses Jenseits, was uns ein Ende allen Leids verspricht in den Schriften, dass das nicht ein Ort ist, den ich irgendwann erreichen werde. Da gibt es ja viele Theorien zu, was ich alles durchleben und durchleiden muss, um endlich ins Nirvana einzutreten. In der Erfahrung des Zen ist es ganz klar. Nirvana ist immer jetzt. Die Leere ist immer jetzt und die Form ist immer jetzt. Und im letzten Vers des Herzsutra, wo es um dieses Mantra geht, was gar nicht übersetzt wird, was aber, wenn man es übersetzt aus dem indischen Sanskrit, einfach nur bedeutet, hinübergehen, hinübergehen ans andere Ufer. Das darf aber nicht verstanden werden als etwas, was ich zu tun habe, um etwas zu erreichen, dass es da tatsächlich da ja, dieses eine Ufer gibt und dann muss ich über den Fluss oder durch den Fluss, um das andere Ufer zu erreichen. Sondern es geht in der Erfahrung des Aufwachens darum zu realisieren, dass ich schon immer an diesem anderen Ufer stehe. Ich bin schon immer da. Ich bin schon immer angekommen. Ich bin schon immer aufgewacht. Auch wenn ich es gerade noch nicht spüre. Aber wenn Leere und Form tatsächlich identisch ist, dann kann es gar nicht anders sein. Nur jetzt in diesem Augenblick ist alles vorhanden und nichts ausgeschlossen. Und darum kann ich auch nichts erreichen, weil ja schon immer alles von Anfang an da ist und aufgehoben ist in dieser Leere und in dieser Form, die ich gerade bin. Und das muss ich letzten Endes nachvollziehen. Und das kann ich eben nicht über meinen Verstand verstehen, weil der Verstand mit Begriffen arbeitet. Und Begriffe sind Eingrenzungen. Und wenn es um das Ganze und Leere geht, dann geht es da eben nicht um Eingrenzungen, um Ausschnitte, sondern es geht um das Ganze. Es geht um das eine ohne ein zweites. Da gibt es nichts anderes, weil es nur dieses Nichts als allumfassendes, nichts Ausschließendes gibt. Und ich sage immer wieder, dass ich das auch als Liebe bezeichnen kann. Als die Liebe, die alles umschließt, die alles umfasst und aus der ich geboren bin und in der ich immer bin, weil ich sie bin. Und das zu erfahren, das zu erleben und in der Erfahrung über das verstandesmäßige Begreifen hinauszugehen, das ist das Wesentliche. Und das zeichnet eben unsere Übung aus. Immer wieder neu, in jedem Augenblick. Wir atmen ein und wir atmen aus. Und einatmen und ausatmen, dieser Prozess, den wir auch verstehen können als annehmen und loslassen, das ist das Leben. Und darin spiegelt sich auch diese Leere und die Form. Form und Leere, einatmen und ausatmen, annehmen
und loslassen. Immer wieder neu, in diesem Augenblick. Form. Einatmen und annehmen. Leere. Loslassen und neu werden. Immer und immer wieder. Diese Übung ist so einfach, weil sie uns ja schon immer begleitet. Dieses Leben ist Atmen. Ohne Atmen gäbe es dieses Leben nicht. Und darum haben wir nichts anderes zu tun, als immer wieder auf diesen Atem zu schauen. Und uns aus jeder Ablenkung, unser Geist liebt die Ablenkung, zurückzunehmen, sobald wir sie wahrnehmen. Und wieder zurückzukehren zu dieser Übung. Einatmen, ausatmen, spüren, lauschen, schauen. Mehr ist es nicht. Es ist so einfach. Und mehr braucht ihr nicht. Und darum bitte ich euch, dadurch, dass wir jetzt diese Gelegenheit haben, hier ein paar Tage miteinander zu sein und zu sitzen und zu üben, einfach immer wieder neu anfangen. Einatmen, ausatmen. Ja, danke. Wir machen jetzt wieder 10 Minuten gehen.